Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sky Factory 4 und damit herzlich willkommen zu einer Folge, in der wir ein wenig weiter in Automatisation einsteigen wollen und gleichzeitig aber auch ein wenig in Energiehaushalt. Wie soll das funktionieren? Ihr seht schon gerade, auf was ich geklickt habe, und zwar Induktion. Induktion. Nicht nur eine Art, wie man eine Herdplatte nutzt, sondern auch meines Wissens, soweit ich das nachvollziehen kann, hier in FTB, beziehungsweise in den allgemeinen Modpacks, eine großartige, riesengroße Speichermethode. Das bedeutet, wir werden heute hingehen und werden erst einmal schauen, dass wir diese Sachen hier bestellen können, werden die autobestellbar machen und diese autobestellbaren Sachen, auch kein besonders schwieriges Wort, aber ich bleibe dran hin, bestellen und nutzen können. So, das hier ist jetzt da, wunderbar. Haben wir Steel eingespeichert eigentlich? Nein, haben wir nicht. Steel Blend eingespeichert haben wir auch nicht. Äußerst interessant, sollten wir uns einspeichern. Wie macht man eine Steel Blend? Das ist eine relativ einfache Geschichte. Wir brauchen dafür eine Infusing Factory, eine weitere. Eine Infusing Factory müssen wir schon haben, das ist die hier. Die haben wir mit Redstone. Wir brauchen eine noch mit Coal, damit das funktionieren kann. Die können wir hinstellen, wo wir wollen, zum Beispiel hier. Hauptsache, wir haben sie dann. Okay, das bedeutet, erst einmal brauchen wir eine Steel Case. Steel Casing hier. So, Infusing Factory. Das hier kann an der Seite weg. Infusing Factory. So, da ist er. Dadurch brauchen wir auch die, wir brauchen auch die. Und wir brauchen einen Metalloric Infuser dafür. So, Metalloric Infuser plus das hier ergibt am Ende des Tages dann eine Basic Infusing Factory plus das hier ergibt... Ah, nee, das haben wir wieder nicht automatisiert. Dann brauchen wir gleich 4 davon. Können wir auch gleich die hier wahrscheinlich nachmachen, weil die werden wir auch nicht mehr genug haben. So, die Advanced Infusing Factory wieder gebaut und die Elite Infusing Factory müssen wir auch wieder so bauen. Sehr schön, dann können wir das Setup genauso machen wie hier vorne. Das bedeutet, wir brauchen erst einmal in der Konfiguration alle Seiten deaktiviert. Wir wollen zur Front bitte das Extra-Input. Oben wollen wir den normalen Input und hinten wollen wir den Output. Wenn ich mich nicht ganz täusche, war das so, wie wir das hier gehandhabt haben. Genau. Was wir dann noch brauchen, ist ein Servo. Servo, und zwar die hier. Die hatten wir ja noch gemacht. Dann hatten wir einen Export-Bus, den wir machen wollten und den wir nutzen konnten. Da ist der ME-Export-Bus. Lasst uns mal 10 machen. Ich hoffe, dass das jetzt einfach so direkt geht. Es dürfte ja nicht abbrechen automatisch. Ich habe Start gedrückt. Noch tut es nichts. Uns fehlt Mineral Wood Planks. Wir haben das Rezept für Wooden Planks nicht eingespeichert. Wie ist das denn bitte möglich? Oh wow, wir haben das Rezept für Wooden Planks nicht eingespeichert. So, machen wir das hier dabei an. Und schon müsste es gehen. Upsala. Das ist ja ein Fauxpas eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Wir waren dabei, Exportbusse zu bestellen. Export, upsala, Export. Da sind sie, die Exportbusse. Die Folge hier ist vorher produziert, bedeutet, wir wissen noch nicht, wie es mit der Sugarcane-Farm weitergehen wird. Das nur kurz dazu gesagt, damit ihr das wisst. Auch hier wieder Mineral. Er will das mit Mineral immer... Was? Willst du das immer mit Mineral bauen? Bist du dumm? Ich frage das mit dem vollen Respekt und dem Wissen, dass ich dich eingestellt habe. Aber bist du dumm? Hallo? Ihr könnt solche Sachen bearbeiten, indem wir die da drauflegen. Okay, es ist der Piston, der umgeändert werden muss. Nicht das. Bedeutet, wir müssen das Piston Recept finden. Das hier. Ja, das Digi-Piston Rezept ist ja dann eigentlich relativ egal, aber das Piston Rezept ist mit Mineral Wood. Da klickt man das einfach an. Dadurch hat man jetzt das Ganze mit Mineral mit Ore Dictionary gespeichert. Und jetzt müsste es doch eigentlich funktionieren, wenn wir sagen, wir wollen Exportpasse haben. Und du sollst uns da mal bitte 10 von bauen. Jetzt müsste es tun. Wenn es jetzt immer noch die Mineral-Sachen haben möchte. Okay, du willst es nicht. Das bedeutet, das hat schon mal funktioniert. Gut, wir brauchen eine von den Crafting Cards. Wir brauchen einen Exportpass und wir brauchen erstmal Cable. Cable müssen wir noch ein paar haben. Sehr schön. So. Dann Export-Bus kommt hier vorne dran. Das Cable, das wir hier haben, kommt so angeschlossen. Dann können wir hier natürlich unsere jeweiligen Einstellungen wieder machen. Aber so wie die Einstellung jetzt gerade ist, funktioniert das auch. Wir können hier hinten den Servo nachinstallieren, den wir ja brauchen. Das Ganze wird hier auf Ignored gestellt. Dann können wir das hier kurz abbauen. Denn das ist sowieso nicht vonnöten, dass es da ist. Genau. Das wurde gerade aufgesammelt, oder?
hat uns, glaube ich, der Item Collector weggeschnappt. Das ist interessant. Dann ist der doch noch so extrem mit großer Reichweite gesegnet. Das ist eigentlich nicht gedacht so, aber hey. So, Upgrades. Wir haben keine Speed und keine anderen Upgrades mehr. Das bedeutet, wir sollten uns mal ganz kurz hinsetzen und von Edge Mechanism Upgrade ein paar Upgrades bauen lassen. Und zwar die hier. So, 8 Stück davon und 8 Stück davon. Was wir ja durch einen netten Zuschauer gelernt haben vor einiger Zeit, ist, dass vor einiger Zeit hinzugekommen ist, dass wir die mit Shift-Rechtsklick einfach einfügen können, ohne dass sie dann so ewig runterlaufen müssen. Bedeutet, wir haben das Ding Lotti-Karotti aufgefüllt und das ist dann auch schon mal super. Unten drunter liegt auch schon Strom. Das bedeutet, alles, was wir jetzt machen müssen, ist noch einspeichern, wie die Sachen funktionieren. Und zwar müssen wir erst einmal gucken. Coal haben wir nicht eingespeichert. Bedeutet, wir müssen auch mittlerweile irgendwann mal ein Rezept machen, wie wir Coal dann hinbekommen. Und Coal war, glaube ich, gar nicht so einfach zu craften. Genau, weil das das doppelte Rezept gebraucht hat. Dafür brauchen wir dann Capacity. Wir haben keine Capacitator-Card mehr. Hier, die Capacity-Card. Davon können wir eine rausnehmen. Das ist alles, was wir brauchen. So, dann gucken wir mal gerade. Wo haben wir momentan kein Rezept drin liegen? Hier haben wir momentan kein Rezept drin liegen. Wir machen das Cover hier ab mit einer Wrench. Wir geben ihm eine Capacitator-Card und wir geben ihm das Rezept, oh, ich bin nicht im Inventar drin, von dem hier. Wundervoll. So, dann haben wir das hier alles mit Acceleration-Cards normalerweise voll. Acceleration-Cards haben wir aber keine mehr. Das bedeutet, wir müssen auch ein paar Acceleration-Cards, haben wir Acceleration-Cards nicht eingespeichert? Wir sollten Acceleration-Cards einspeichern, wenn ich ehrlich bin. Wir haben allgemein die Card schon nicht eingespeichert, die Advanced-Card. Die Advanced Card einzuspeichern, ist mal Sache Nummer 1 dann. So, dann können wir Advanced Cards. Lass mal 10 davon craften, bitte. Das müsste ja relativ flott gehen. Das müsste ja alles dafür bekannt sein, was du brauchst. So, dann Card. So, wunderbar. Card funktioniert also. Können wir also auch die hier speichern lassen. Und damit können wir auch die Acceleration Card bestellen. Das bedeutet, wenn wir jetzt Acceleration Card eingeben, 10 Stück, bitte bestell die. Müsste das ohne größere Probleme gehen, denn er kann sich das alles ja selber holen. Bedeutet, wenn wir jetzt hier gucken, müssten die Acceleration Cards gerade gecraftet werden. Das wird gerade gecraftet bei einem Crusher und das wird gerade gecraftet in der Enrichment Chamber. Müsste hier vorne irgendwo gerade gewesen sein. Und hier sind die Acceleration Cards. Wundervoll. Dann brauchen wir nur noch die Coal-Sachen, die wir da rausgeholt haben. Bedeutet, dieses Ding hier und dieses Ding hier. So, dann das rein und das rein. Wundervoll. Dann können wir hier noch ein paar Acceleration Cards reinschmeißen. Wir können hier noch 5 Acceleration Cards reinschmeißen. Und dadurch müsste das Ganze jetzt eigentlich instantaneous funktionieren. Wenn er es denn benutzt. Er hat nur einen exportiert und dann ist schon wieder Schluss gewesen. Okay. Lass mal hier ein bisschen was reinlegen in der Hinsicht. Vielleicht klappt das schneller, wenn wir so machen. Okay, es scheint nicht schnell genug mit Strom versorgt zu werden. Oder es leckt einfach gerade wieder. Das kann natürlich sein, dass es wieder leckt. Unsere Konstruktion ist aber aus, Leute. Wir müssen es dazu sagen. Unsere Konstruktion ist aus. Also wir sind es nicht. Es leckte ja auch schon weit vorher. Die Lecks sind übrigens bei mir nicht durch auch die Feinde nicht weggegangen. Das bedeutet, das konnten wir leider nicht machen. So, dann Coal. Wird zu Enrichment Coal, beziehungsweise Coal wird zu Compressed Coal. Das hier, das ist eine einzelne Kohle im Processing Pattern, die zu Compressed Coal wird. Das müssen wir nur ganz kurz einstellen. Hier Enriching Factory. So, fertig. Wir haben hier unsere Compressed Coal drin. Wundervoll. Bedeutet, das Ding wird so gecraftet und wir können dann gerade mal gucken, wo haben wir die Enriching Factory, die wir hier als Dauerformat hatten. Das ist die hier. Die bekommt auch noch die Aufgabe, hier Coal zu kompressen, wenn es denn gefordert ist. Und jetzt geben wir der da vorne hier, wenn wir sowieso Compressed Coal dabei haben, gleichzeitig noch die Aufgabe, dass er hier bitte Compressed Coal rein exportieren soll. Und das Ganze auch gerne mit einem Crafting Upgrade verbinden darf. Denn er soll die Sachen ja craften, wenn wir sie am nötigsten brauchen. So, dann geben wir ihm noch das Rezept, dass er, wenn er ein Iron verschickt, dann automatisch ein Steel bekommt. Das bedeutet, wir nehmen ein Iron Ingot raus, geben ihm das darin und Steel gibt es ja noch dazu. Beziehungsweise es gibt eine Steel Blend, die gibt es hier rein. Ich habe draufgeklickt. Ich kann nichts mehr ins System legen. Ich habe das Gefühl, entweder leckt es wieder oder es wird lustig. So, wunderbar.
Dann können wir den Spieß nochmal umdrehen. Eine einzelne Steel Blend ergibt ein Steel Ingot. So, dann haben wir auch das eingespeichert und haben auch schon wieder theoretisch eine neue Rezeptorino für den da hier. Der ist schon wieder von einem Leck betroffen. Ja, ich konnte sogar noch zweimal F5 drücken, bevor das passiert ist. Schön. Gut, also, dann können wir ihm das hier Rezept hier noch reinschmeißen. Das bedeutet, er weiß jetzt, was er tun soll. Wenn ich das Ganze jetzt hier angucken möchte, dann wird die ganze Sache hier nach und nach gefüllt werden. Das ist auch so. Das bedeutet, wenn ich hier jetzt in die Enriching Factory mal ein bisschen Coal reinschmeiße vom Allgemeinen her, dann fliegt die da durch. Leute, es ist halt echt abnormal. Warum leckt es immer noch so? Unsere Redstone-Clocks hier unten müssten auch sein. Daran liegt es also nicht. Es dürfte eigentlich auch nicht daran liegen. Es ist irgendwas anderes Massives, was hier wirklich für Lecks sorgt auf dem Server. Das ist nicht meine Konstruktion. Es ist faszinierend. So, wie sieht es eigentlich mit unserer Cookie-Chow aus? 11 neue Essenzen. Das ist schön. Ich habe alle Sachen hier noch gegen Cookie ausgetauscht, weil wir sie mittlerweile nicht mehr anders brauchen. Damit wir wenigstens eine von diesen Massenquests mal easy abgeschlossen bekommen. Und das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Das ist doch schon mal super. So, dann können wir, wenn wir jetzt Steel automatisiert haben, weitermachen mit dem restlichen Teil, und zwar Induktion. So, wir haben hier links anscheinend Coal mit reingenommen, das wollte ich gar nicht. So, Induction-Gedöns, das hier soll er jetzt craften können. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Induktion, ja, dann haben wir nicht gut bedeutet. Wir können das hier mal einspeichern lassen. Eine Induction-Wall. Ein Induction-Port soll er mit einspeichern können. Dafür wäre dann aber schon wieder der nächste Teil fällig, ne? Ja, bedeutet, dafür müssen wir noch allgemein ein paar Upgrades machen, damit wir mehr von den Infusern haben. Und dafür müssen wir mal zwei, drei Sachen deaktivieren. Der Uncrafting Grinder ist immer noch eine sehr, sehr starke Geschichte. Hier das Ding ist auch noch sehr, sehr cool. Wir nehmen die mal das raus. Bauen es mal kurz ab. Und das wird auch eine der nächsten Folgen sein, dass wir diese ganzen Mob-Sachen hier automatisieren. Bis wir das aber dann weiter brauchen, werden wir erstmal... Und da wieder nicht rein. Es ist, also gerade ist es interessant. Wie sehr sind denn die Lecks momentan? Wir sehen es am Himmel. Mal den Himmel jetzt angucken, wie weit er sich bewegt. Ich bewege meine Maus nicht. Da ist er wieder zurückgesetzt. Okay. Also irgendetwas ist immer noch extrem dabei zu lägen. Und ich kann euch nicht sagen, wie es dabei handelt. Ich kann die Maschinen hier deaktivieren, was wahrscheinlich nicht viel bringen wird. Die laufen nämlich noch, aber an für sich dürfte es eigentlich nicht an den Maschinen hier liegen. Soll an irgendwas anderem liegen, ich weiß aber nicht woran. Wow. Bin ich hier? Okay. Kann auch gerne die kompletten Sugarcans einfach mal zwischendrin nachher abreißen. Die zu platzieren ist ja, nachdem wir das rausgefunden haben, nicht so besonders schwierig. Es ist faszinierend. Also ich gebe nochmal gerne zur Kenntnis, dass es nicht an mir gelegen hat. Anscheinend, ja. Es ist halt immer noch Reset, Reset, Reset. Das Einzige, was es sein kann, ist dann theoretisch, dass es die Konstruktion hier ist, was aber dann schon relativ interessant wird. Gut, naja, dann können wir das nicht ändern, dann müssen wir halt jetzt gerade mit den Lecks weiterarbeiten. Das ist ja kein Problem. Genau, ich wollte einen weiteren davon bauen. Erstmal können wir das einspeichern. Die eigentliche Lösung von mir wäre ja, dass ich heute auf den Induction-Zeug kommen möchte. Dann werden wir wahrscheinlich eher auf die Infuser wieder gehen. Ja, was? Wenn wir die sowieso so häufig brauchen, die ganzen Sachen, dann können wir doch eigentlich auch mal vom Mechanism Infusing Factory einspeichern. So blöd gesagt. Das Ding hier einspeichern, dann haben wir wenigstens ein bisschen was drin. Genau. Vielleicht speichern wir dann noch ein paar Öfen ein, weil wir es können. So ein bisschen Cobblestone, genau. Dann können wir das hier einspeichern. Was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Was ist dann das hier? Oh. Dafür brauchen wir erstmal die Infusing Factory. Wir müssen das jetzt einzeln machen. Ich habe euch rübergelegt. Ihr seid da oben schon drin. Ich schwör's. Ihr seid da oben schon drin. Guck, hier, da. Gut. Infusing. Bitte crafte dich einmal. Ohne große Lags. Das wäre sehr, sehr schön. Heiliger Jugendliche. So. Infusing Factory. Da ist er. Wundervolle Geschichte. So. Dann können wir das hier reinschmeißen. Dann haben wir den Teil schon mal fertig. Wundervoll. Wunderbar. Dann Infusing Factory. Das ist jetzt nur so ein kleiner Lückenfüller, denn solche Sachen wie das hier müssen natürlich auch eingespeichert werden. Und das sollte ja dann auch fertig sein. So, das hat funktioniert. Genauso wie das dann ja theoretisch eingespeichert werden muss.
Oder wir müssen erst einmal das hier craften, damit wir das danach auch einspeichern können. Ganz wichtige Geschichte. So, das müsste auch funktioniert haben. Wenn die Reihenfolge jetzt passt, weil wenn es nicht passt, gut, das hat auch funktioniert. So, dann können wir das hier einspeichern. Dafür brauchen wir lediglich die andere Infusing Factory noch, die wir hier haben. Die wir ja eigentlich auch instant craften können müssten, wieder. Weil wir haben ja einen Infuser drin. Und wenn es nicht klappt, dann binden wir traurig. Dann binden wir traurig, auch nicht schlecht. Infusing Factory. Nupdi-dup-dup-dubbel-di-di. Wap-wap. Da-da-da-da-da-wap-wap-wap-wap-wap-wap. So, auch dich haben wir eingespeichert. Wunderbar. Dann müssen wir nur noch alles einordnen irgendwo, wo wir es gecraftet kriegen. Und können uns dann an die Elite hinsetzen, wo ein Processing-Pattern mit dabei ist. Das wir dann auch gleich müssen. Infusing. Advanced Infusing Factory. Und dann sind wir fein, glaube ich. Auf jeden Fall. So, dann müssten wir hier eigentlich jetzt theoretisch noch das Elite-Ding einspeichern können. Was wir ja noch haben, das bedeutet Infusing Factory auf Advanced wird hier gecraftet zu einer Elite. Das bedeutet, das dürfte gar nicht hier sein, genau. Das hier müsste jetzt da sein. So, Elite Factory. Hiermit eingespeichert. Und wenn wir die Elite Factory jetzt auch da drin haben, dann müssen wir noch das Alloy einspeichern. Das bedeutet, das ist dieses Alloy hier, das ich gerne einspeichern wollte. Das ist Enriched Alloy plus Diamond. Enriched Alloy. Ein Enriched Alloy. Gibt Alloy. Genau, wir geben ein Enriched Alloy und bekommen ein Refined raus. Das bedeutet, hier kommt das Enriched Alloy rein und hier kommt das Refined Alloy rein. So, ich crafte immer in der Zukunft, wie ihr schon seht. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Geschichtchen. So, dann Diamant, Compressed Diamond und Diamant. Diamant. So, ein einzelner Diamant wird ergeben. Hier, zack, wundervoll. Für ein Enrichment Gedöns, da kommt auf jeden Fall auch ein Dia rein. Enriching Factory, wir holen das hier zu uns. So, wunderbar. Das wird zu einem Compressed Diamond. Wir exportieren das ganze Rezept. Dann brauchen wir eine Elite. Upsala. Elite Factory. Die müsste auch relativ einfach craftbar sein. Eigentlich. Ich möchte nur anmerken, das wären jetzt eigentlich 3 Minuten, aber die Verzögerungen dazwischen sind der Teil, der ein bisschen ärgerlich ist. Elite. So, und die Mechanism-Upgrades müssen wir vielleicht noch einspeichern. Gerade. Können wir die eigentlich mittlerweile einspeichern? Ne, wir haben sie noch nicht eingespeichert, also können wir sie noch einspeichern. So viel steht fest. Dann können wir die Mechanism-Upgrades kurz einspeichern, damit wir sie nie wieder craften müssen danach. Gerade. Wir haben Mechanism nicht davor geschrieben, das ist in Ordnung. So. Standard-Upgrade, was wir hier haben, plus die Energy Upgrades, was wir hier haben. Hallo? Da ist es doch. Wunderbar. So, das sind einfach einmal. Da, hier. Oh, auch fast voll. Ehrlich. Das müsste schon drin sein. Das ist jetzt auch drin. Dann geben wir hier vorne den Enriching Factory noch die Aufgabe, dass sie das Compressed Diamond machen soll. Und das Enriched Alloy, das kommt woanders rein. Das ist zwar schon schön und gut, dass das fast voll ist und das hier wird auch im Laufe der Zeit noch voller werden. Das hier füllt sich jetzt auch noch weiter auf. Aber wir brauchen noch unsere Elite Infusing Factory. Das ist die hier, die wir auf Autosort schalten, alle anderen Seiten ausmachen. Auto-Eject machen wir an. Oben ist Input, vorne ist Extra und hinten ist Output. So, wunderbar. Das war übrigens jetzt bei euch nicht nur unsichtbar, das war auch bei mir unsichtbar. So, dann kommt hier ein Export-Bus rein mit Diamond. Beziehungsweise wir können oben drauf schon mal theoretisch. Oh, wow, okay. Wir können oben drauf schon mal das Rezept für die Alloys nehmen, theoretisch. Wunderbar. Dann nehmen wir hier hinten ein paar Diamantes. Oh Mann, Export. Was meinte ich eigentlich? Hier, eine Crafting Card. Dann ein Export-Bus allgemein. Das bedeutet, wir nehmen den dahin. Export-Bus dahin. So, Cable. Und dann müsste ja theoretisch alles funktionieren, wenn wir alles in die Pote nehmen können. So, so und so. Folgendes. Das kommt vorne hin. Dazu gibt es jetzt die Aufgabe, das Ganze hier
mit einem Export-Bus zu versehen, den wir nicht mehr in der Pfote haben, weil irgendwas nicht funktionieren will. So, Crafting Card, Compressed Diamant rein, läuft. Dürfte jetzt schon dafür sorgen, dass da Compressed Diamanten reingelegt werden. Eigentlich. Praktisch gesehen, glaube ich, haben wir gerade nichts da reingelegt. Okay. Ja, da ist Compressed Diamond drin, den er jetzt versuchen wird zu craften, und zwar hier. Was er auch tut, oder? Das machst du. Ist fein, wunderbar. Dann können wir hier auch noch Compressed Iron dazulegen, beziehungsweise Compressed Diamond dazulegen. Dann können wir hier hinten auch theoretisch noch ein Servo dranlegen. Den haben wir ja auch noch. Und hoffen, dass es dann jetzt nicht allzu sehr weiter leckt. Gut, aber Menschen, das ist alles, für was meine Nerven gerade reichen, was die Lecks angehen. Das bedeutet im Endeffekt, wir machen an der Stelle heute Feierabend. Er hätte vielleicht eine 30 Minuten Uncut gemacht, um das fertig zu kriegen, aber das ist, gerade ist es nicht möglich. Ja, guckt mal, wie viele von denen ich da theoretisch reinhauen kann. Wunderbar. Ich hoffe sehr, dass es euch trotzdem gefallen hat, Männchen. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und bis dahin erstmal ciao.